Gut, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Schnelles Handeln mit dem Skype-Terminal im Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Heiko Behrendt als Referenten bei uns haben. Heiko, an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du uns deine Zeit schenkst. Ich freue mich sehr auf das Webinar und bevor ich tatsächlich jetzt aber übergebe, machen wir wie immer den Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ich musste nur kurz schmunzeln, weil der Herr Hilger natürlich einen Kommentar hier im Chat hinterlassen musste, aber das lese ich jetzt nicht vor. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, ja? Wahnsinn. Obwohl der heute nicht dabei ist, er schafft er mich zu unterbrechen. Ja, sehr unglaublich. Gut. Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig. Bitte durchlesen, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Okay. Dann, lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch wie immer viel Spaß. Ja, vielen, vielen Dank. So. Müsste der richtige Bildschirm sein. Ja. Ah, dann nochmal herzlich willkommen an alle da draußen zum heutigen, wollte schon gerade sagen, zum heutigen Live-Trading. Ist bei mir immer so drinne. Quatsch, heute zum schnellen Handeln mit dem Skype-Terminal. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen was zu dem Terminal erzählen. Geplant ungefähr so eine Stunde. Auch gerne bereit, dann auch eure Fragen mit zu beantworten. Und vielleicht kann man das Ganze auch noch mal so ein bisschen in Einsatz sehen, wie ich mit dem Skype-Terminal halt handle, typischerweise, so dass ihr dann entsprechend da auch mal so ein bisschen meine Denkweise versteht. Und ja, es soll halt so ein bisschen eine Anregung sein, wie man das Skype-Terminal halt auch einsetzt. Denn es war so, oder warum wir das Webinar überhaupt gemacht haben, war, FX Flat veranstaltet immer mit dem Dirk zusammen diese Stereo Trader Days und da ist auch rausgekommen, dass doch gar nicht so viele das Skype-Terminal nutzen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr das Skype-Terminal überhaupt nutzt, ob ihr gar nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt. Ja, könnt ihr ja ruhig in die Fragen da mal reinschreiben. Und dann haben wir da auch nochmal ein Feedback. Also das Feedback dort war, dass es sehr, sehr wenige nutzen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt hat der Doc das schon entwickelt, keiner nutzt es oder wenige nutzen es. Und deswegen muss ich mal hier an die Front und euch mal zeigen, wie man das Teil halt nutzt. Bevor wir starten, ganz kurz so zur Agenda. Ich werde mich kurz mal vorstellen für die, die mich noch nicht kennen, ganz, ganz kurz nur. Und dann so ein bisschen gehen wir rein in das Terminal. Ich werde die ganzen Funktionen, also die Button einmal erklären und dann euch so ein bisschen Anwendungsbeispiele geben und dann auch so Tipps und Tricks und dann auch am Live-Markt vielleicht dann, dass wir da mal den einen oder anderen Trade machen, um vielleicht mal so eine Trading-Idee umzusetzen, aber oder zu demonstrieren, wie ich das Ganze halt nutze in meiner täglichen Arbeit. Ja. Dirk hat übrigens auch geschrieben, der kennt das nicht. Also auch für ihn gut, Okay, hätte das das war mir gemacht. schon klar, dass der das nicht kennt, ja. Fehlt nur noch der Helbig, dann drehe ich hier durch. So, nein, Quatsch. Gut, Der hat dann, das gehört, der kommt gleich. ja, ich glaube es auch. Ganz kurz zu meiner Person, also Heiko Behrendt, hier das Ganze in schön. Seit 2001 nun mittlerweile schon selbstständiger Trader, habe bei Gottmo Trader bis 2018 einen Premium-Service geleitet, wo man mir dreimal oder sogar viermal die Woche an einem Tag halt zweimal über die Schulter schauen konnte, wie ich halt live handle im kurzfristigen Trading. Also immer live gehandelt, live Entscheidungen getroffen, sowohl im Echtgeld wie auch im Demo. Und habe mich dann aber 2018 da entschieden, dann das nicht mehr weiterzumachen, weil ich der Meinung war, dass ich jetzt genug da den Leuten gezeigt habe, wie man jeden Tag handelt. Und ja, bin jetzt eigentlich seit 2018 mehr Coach und Referent, weil da die Fragen auch, die Nachfrage auch immer
größer wurde im Bereich des Coachings und handle heute meistens noch, wenn es die Zeit erlaubt, früh noch eine Stunde von 9 bis 10 Uhr. Das ist so meine Trading-Zeit, die ich noch habe. Ja, seit 2020, also seit Anfang des Jahres, gibt es einen Live-Trading-Room, den ein Trader betreut. Also nicht ich bin da der Händler, aber das ist auch ein Händler, der handelt im FDAX. Ja, und das eigentlich ganz erfolgreich. Sehr disziplinierter Trader, arbeitet im DAX immer mit einem konsequenten Stop von 10 Punkte und ja, ist da gerade ganz gut dabei. Ich glaube, liegt jetzt seit Montag 1000 Euro vorne, hat am Montag auch auf Echtgeld umgestellt. Der Trading Room ist leider noch geschlossen. Also wir haben am Anfang nur 50 Leute reingelassen, weil wir erstmal wissen wollten, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt, aber der Trader hat sich ganz gut eingelebt. Also wenn ihr auf meine Homepage, die ihr da drunter seht, den Link skype-trading.de geht, da könnt ihr oben links seht ihr den Zugang zum Trading Room. Aber wie gesagt, der ist aktuell zu. Und wenn ihr aber gerne wissen wollt, ob das wann und wie das Teil wieder aufmacht, dann tragt euch rechts auf der Homepage einfach in den Newsletter ein und dann werdet ihr informiert. Genau, ansonsten findet ihr mich noch auf Facebook. Da bin ich ja bei Dirk auch in der Stereotrader-Gruppe täglich aktiv. Ja, ansonsten bei YouTube und auch auf Guidance habe ich einen eigenen Desktop, der kostenfrei verfügbar ist. Genau. Ja, das soweit mal so zu meiner Person. Ja, jetzt eine kleine bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, warum ich überhaupt das Skype-Terminal, also das, was ihr hier oben rechts seht, warum es das überhaupt gibt. Der Dirk kam eines Tages auf der World of Trading mal zu mir und hat gesagt, du bist doch hier Heiko Behrendt, der Skype-Trader da. Und warum nutzt du eigentlich nicht den Stereo-Trader? Der wäre doch perfekt geeignet für dich, um schneller zu handeln. Und da habe ich gesagt, na, ich habe ja aber schon hier so eine Erweiterung. Und dann habe ich mir das Teil nochmal angeschaut und mein größtes Problem mit dem Stereo-Trader für mich persönlich in meinem Handel war, dass ich den Bezug verloren habe zum Kurs. Und zwar, wer ja den Stereo-Trader ganz normal nutzt, ja, dann ist das hier der Abstand also vom Kurs, also hier ist der Kurs und der Kurs steht aber da drüben. So. Und dieser Abstand ist mir zu weit. Das heißt, meine Augen können das am Desk nicht fokussieren. Ich verliere da den Bezug irgendwie zum Kurs. Und dann habe ich gesagt, Dirk, dieses Panel da, das ist, wenn man andere Plattformen kennt, also ich trade ja auch oder komme eigentlich von einer ganz anderen Plattform, da ist dieses Panel halt immer außerhalb des Kurses, also rechts vom Kurs. Und da ich sage, das geht überhaupt nicht. Also für mich geht das nicht und ich kann damit nicht handeln. Ich sage jetzt mal so, ich nutze das, weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon den Stereo Trader nutze. Es sind jetzt aber schon, glaube ich, 2 oder so. 2, 3. Ist es jetzt so, langsam habe ich mich auch an dieses Panel da gewöhnt. Und der Dirk hat gesagt, alles klar, baue ich dir. Kannst da haben, wie, was brauchst du? Und daraus ist dieses Skype-Terminal hier entstanden. Und jetzt der Abstand hier zum aktuellen Kurs ist jetzt ja hier extrem nah im Vergleich hier unten zu da unten. Ne? Und deswegen da an der Stelle danke an den Dirk. Und ich denke, ich habe einen ganz guten Input gegeben, was man halt so braucht. Und ja, der Dirk, der hat das alles sehr, sehr clever hier in den Stereo Trader integriert. Und ich habe jetzt hier gerade mal die Fragen gelesen. Genau, okay. Okay, also die sich hier gemeldet haben, habe gerade nur die Fragen gelesen, nutzen den Stereo, also dieses Skype-Terminal noch nicht. Deswegen, wie gesagt, werden wir uns jetzt erstmal uns dann anschauen, auch die Funktionsweise. Also hier nochmal für mich die Vorteile ist, also der absolute Vorteil jetzt rein optischer Natur ist einmal der geringere Abstand zum Preis. Dann habe ich alle wichtigen Funktionen, die ich jetzt für mein Trading, fürs schnelle Trading brauche, alles auf einer Ebene. Dann ein Vorteil ist, ich habe mehr Platz auf dem Bildschirm. Das kommt noch hinzu. Dadurch, dass ich alles in einer Ebene habe, für mich kann ich recht intuitiv und schnell dort handeln. Und ein weiterer Vorteil, den man vielleicht gar nicht kennt, wenn man dieses Tool nicht nutzt, ist hier,
dieses kleine Feld der TI, das ist ein Trailing Instant, also ein Trail Stop, der Instant für zu jeder Zeit aktivierbar. Und dieser Trailing Stop hat kein, also die, man kann einstellen, nach welchem Regelwerk er nachgezogen wird, also wie er, welchen Trail ich dort aktiviere. Aber, und das ist das Schöne, dieser Trailing Stop hat keine Regel. Das heißt, ich kann den stetig an- und ausknipsen. Wenn man im Terminal das ja macht, dann habe ich ja oftmals Trailbeginn. Klar, wenn ich Trailbeginn 0 einstelle, dann wäre das das Gleiche. Aber ich müsste halt dann dort auch immer Trail an- und ausmachen. Also ich sag mal so, alles, was ich euch heute auch sage, lässt sich auch durchaus anders darstellen. Also am Ende kommt man vielleicht auch zum gleichen Ergebnis und am Ende merkt ihr, okay, so kann man es auch machen, so wie ich es mache, kommt am Ende das Gleiche raus. Das ist das Interessante am Stereo-Trader, dass viele Sachen auch von der Logik her oder dass viele Sachen einen anderen Workflow noch haben, wenn man das so als Workflow beschreibt, wie man halt gewisse Sachen halt angeht. Und dieser TI, also wenn man normalerweise hat man ja im Panel drinne stehen, Trailbeginn, keine Ahnung, 5 Punkte, 10 Punkte, 20 Punkte, was auch immer, ab wann erst die Regeln greifen, wann der Trailing Stop aktiviert werden soll, je nachdem, in welcher Zeiteinheit man ja handelt. Und der TI ermöglicht es mir halt einfach unabhängig von diesen hinterlegten Regeln, die ich im Panel hinterlegt habe, einfach einen anderen Trailing Stop zu aktivieren und loslaufen zu lassen, wann ich will, ja, und wie ich es halt gerne haben möchte. Genau. Wenn wir jetzt hier schon mal hier auf dem Überblickbildschirm sind, würde ich, weil es relativ groß hier ist und wir jetzt nicht durch das Cross-Geschehen abgelenkt werden, werde ich einfach mal hier die einzelnen Funktionen kurz erklären, aber am Ende kennt ihr sie ja schon, denn im Panel ist es am Ende ja genau das Gleiche. Nehmen wir mal hier den Pfeil. Das heißt, das erste ist der Flat-Button. Klar, wenn ich eine Position drinne habe, dann kann ich die schließen. Hier haben wir ein kleines Dreieck. Hinter dem Dreieck verbirgt sich ein Untermenü. Das zeige ich euch dann gleich. Da könnt ihr unter diesem Menü könnt ihr dann die Hälfte oder ein Drittel der Position sofort schließen. Ist natürlich total praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Anzahl von CFDs drin habe und ich möchte einen Teilverkauf machen. Was würde man normalerweise machen? Normalerweise würde man jetzt hier in diesen Feldern hoch und runter das Ganze einstellen und die Positionsgröße dann halbieren und dann halt auf Flat gehen und dann die Hälfte verkaufen. Ja? Wenn man jetzt im Future-Modus halt aktiv ist. Und hier kann man das relativ einfach machen. Also einfach nur, entweder man geht jetzt hier auf dieses Dreieck. Wenn mich nichts täuscht, da kann aber, wenn der Dirk noch da ist, das Ganze mich ja nochmal korrigieren. Ich glaube, dieses Dreieck ist nur im MetaTrader 4 und im MetaTrader 5 ist es nicht zu sehen. Aber da bin ich mir jetzt nicht 100%. Also im MetaTrader 5 habe ich es nicht. Zumindest ich nicht, aber vielleicht habe ich auch nur einen Punkt nicht angeklickt. Ja, und im MetaTrader 4, da habe ich dieses Dreieck. Das kann ja der Dirk, falls er da ist, ja nochmal sagen. Ne? Doch, sollte da sein. Okay, ja, da muss ich nochmal gucken. Also, ich habe jetzt gerade vorhin auch den MetaTrader 5 aufgemacht, da war es nicht da. Trotz Update. Aber gut, also, wenn ihr es da habt, umso schöner. Wenn nicht, sage ich euch auch gleich die Tastenkombination, wie ihr es handeln könnt. Die beiden Buttons hier kennt ihr ja auch. Das heißt, mit dem blauen Button könnt ihr alle offenen Kaufaufträge löschen, mit dem Klick auf den roten alle offenen Verkaufsaufträge. Hier dieses Feld, das zeige ich euch auch gleich, könnt ihr frei definieren, diese Quick Buttons. Ja. Okay, in der neuen Beta ist es da. Okay. Also Beta habe ich jetzt da gerade nicht gezogen, aber gut. Alright, dann hier bei den Quick Buttons, die könnt ihr euch auch einstellen. Ja, hier könnt ihr die Positionsgröße hoch und runter und hier ganz klassisch verkaufen, kaufen. Und RV steht auch für Reverse. Und wenn ihr den Chart sozusagen frei justieren, den TI habe ich ja schon erklärt. Und wenn ihr den Chart hier frei justieren wollt, dann drückt ihr hier drauf und dann könnt ihr den Chart frei im Raum hin und her schieben, verändern. Das findet ihr im Panel, ist es ein bisschen versteckt, da müsst ihr erst auf Chart gehen. Das heißt, ihr müsst hier unten den Chart aufmachen und darunter findet ihr dann genau das gleiche Symbol. Ja, und hier,
Beim letzten könnte das Ganze aufklappen. Wo man jetzt den Trailing Stop und dieses Quick Button einstellt, das zeige ich euch gleich. Ich habe das hier Ganze nochmal auf der Präsentationsfolie und habe hier nochmal den TI, also den Trail Instant, erklärt nochmal, was er halt macht. Also, dass ich den jederzeit, also dass er kein Regelwerk halt hat wie im Panel, dass ich eine gute Möglichkeit habe, zum Beispiel vor allem bei Ausbrüchen oder Durchbrüchen zu partizipieren, um einen ganz engen Trailing Stop zu aktivieren. Und ich kann den Trailing Stop halt immer an- und ausknipsen. Also ich sitze dann halt da, der Markt rennt, ja, Spike, dann mache ich den an, wenn ich der Meinung bin, ah, der Rücklauf ist mir doch zu weit, dann mache ich den halt wieder aus oder kommt zu nah und dann versuche ich vielleicht mit der nächsten Kerze nochmal wieder den zu aktivieren. Also das heißt, es kann dann durchaus sein, dass ich den in der Bewegung halt 3, 4 Mal den Knopf an- und ausmache. Ja. Und dann noch ein weiteres, wo ihr das einstellt. Ihr geht, macht ganz normal das Stereo Trader Setup auf, geht auf das Terminal und hier könnt ihr alles, was mit dem Skype Terminal zusammenhängt, einstellen. Und zwar habt ihr hier einmal die Größe dieses Terminals, also wie groß der Skype, dieses Fenster da ist. Ich habe jetzt für euch auf M gestellt, damit man das hier einfach besser sieht im Webinar. Und ich mache es immer so, dass ich einen extrem engen Trailing Stop verwende, weil ich habe halt im Panel habe ich ganz normal einen Trailing Stop, meistens die letzte Kerze unter dem Hoch oder Tief, ne, also dem PLH angemacht, ne, Previous Low High, dass da der Trailing Stop mitläuft und einen ganz schnellen Trailing Stop verwende ich dann als TI, ja, und dieser schnelle Trailing Stop ist bei mir hier der TA20, das ist Abkürzung für Tick Average 20. Und minus 2 heißt der zweifache Spread. Ihr könnt auch einstellen plus 3, dann habt ihr 3 Punkte halt Abstand. Also, wie gesagt, wenn ihr da ein Vielfaches vom Spread haben wollt, dann könnt ihr das hier einstellen. Und dann könnt ihr noch euch einstellen, welche Buttons ihr seht. Zeige ich euch jetzt auch gleich. Und zwar nochmal, wie es aussieht. Ihr könnt hier Edit. Und Buttons, das heißt Edit heißt oder Edit bedeutet, da das ist dieses Hoch- und Runterfeld, was ihr selber einstellen könnt. Und Buttons sind die sogenannten Quick Buttons. Und hier dahinter stellt er ein, immer mit Semikolon, welche Positionsgröße ihr haben wollt. Ja? Genau. Also und damit ist eigentlich alles eingestellt. Und hier sind nochmal die Tastenkürzel erklärt. Eine Funktion, die auch, glaube ich, viele nicht nutzen, ist die MTO Market Trailing Order. Die stellt ihr auch hier ein, den Abstand von dieser Market Trailing Order und die Order wird aktiviert mit Shift und Klick auf Kaufen oder Verkaufen. Nutze ich auch relativ gerne, vor allem wenn ich News Trading mache. Ja, dann ist das für mich eine recht interessante Möglichkeit, um schnell in den Markt zu kommen. Aber das werden wir uns jetzt hier alles nochmal dann im Detail oder en Detail nochmal anschauen. Okay. Gut, das soweit hier aus der Präsentation. Wir gehen mal rüber hier in den, halt, in den, ja, wartet so. So, rüber hier in den Chart hinein. Und hier seht ihr nochmal das Ganze mit den Flat-Button. Gehen wir als erstes drauf. Ich öffne jetzt einfach mal eine Position. So. Zwei CFDs. Wenn ihr jetzt hier auf den Flat-Button geht, habt ihr einmal die Möglichkeit, also ich persönlich nutze immer das Tastenkürzel. Und zwar, wenn ihr unten die Steuerung drückt, also Steuerungstaste und Flat, dann verkauft ihr die Hälfte. Ich mach's einfach mal. So. Flat. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Bin ich doof? So. Jetzt hat er eins verkauft. Ich hab jetzt gerade nicht hingeguckt, habe die verkehrte Taste erwischt. Ja, also Steuerungstaste ist die Hälfte. Ja, Steuerungstaste ist die Hälfte. Und die Shift-Taste, also Pfeil nach oben, ist ein Drittel. Lässt sich eigentlich ganz gut merken. Untere Taste von den beiden ist mehr verkaufen und die obere weniger verkaufen. Also so habe ich es mir eingeprägt als Eselsbrücke. Ja. Wenn wir jetzt nochmal hier zwei verkaufen, jetzt habe ich in Summe 3 CFDs. Ich drücke jetzt die Shift-Taste und gehe auf Flat und dann seht ihr eine Position verkauft und ich habe jetzt hier noch 2 CFDs drin. Genau. Und wenn ihr jetzt auf dieses Dreieck da drauf geht,
Ja, da geht ein Untermenü auf und dann könnt ihr hier mit dem direkt drauf gehen, ne, und lasst das dann halt los und sagt hier, ich will die Hälfte schließen, zack. Und dann seht ihr hier, habt ihr jetzt nur noch einen CFD-Short drin. Ja. So, ja, damit man das hier nochmal mit dem Auge sieht. Ne. Also nochmal, ich verkaufe nochmal zwei, habe ich in Summe jetzt drei CFDs Short. Ich drücke zum Beispiel hier die Shift-Taste und Flat. So, zack, ein Drittel verkauft. Ja. Davon will ich jetzt die Hälfte verkaufen. Dann drücke ich die Steuerungstaste, Flat, zack, die Hälfte verkauft. Und ganz normal, Flat ist raus. Ne? Genau. Also das habt ihr hier. Dann, wenn ihr jetzt eine Position hier eröffnet, so, ein paar Positionen eröffnet und ihr wollt die schnell schließen, weil ihr gerade in einem Trade seid, dann könnt ihr hier blau alle Buy-Orders löschen und rot alle Sell-Orders löschen. Hier habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, die ganzen Quick-Buttons euch selber zu definieren. Ihr könnt auch die Prozente einstellen. Also unter Terminal könnt ihr euch hier die Zahlen einstellen und hinter dem Hashtag darunter oder dahinter befinden sich hier die Prozentzahlen, also 0,5%, 1%, 1,5. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte zum Beispiel nur als Quick-Button Prozentangaben haben und keine hier dieses Hoch- und Runterfeld nicht haben, dann würdet ihr hier einstellen, Quick Buttons Prozent. Zack, okay. So, und da seht ihr jetzt der Prozent. Ja, er sagt, möchte jetzt hier mit 0,5% rein, 1, 1,5 und so weiter vom Portfolio oder von eurem Depot. Und ihr seht hier keine Quick Buttons da. Also ihr könnt jetzt hier nichts hoch oder runter stellen. Ja, wenn euch das liebt, dann könnt ihr das halt machen. So. Genau. So, und wenn man jetzt wieder hier die Hälfte halt löschen möchte, kann man das wieder gesagt hier darüber tun. Und was halt auch noch eine Möglichkeit ist, jetzt der TI, ich kann den jetzt mal anmachen. So, das ist jetzt der Tick Average und dann kann man den halt an- und ausmachen und der springt halt immer hin und her, wie ich den halt an- und ausmache. Wenn jetzt die Position losrennen würde und ich will einfach den bei hoher Volatilität, möchte ich gerne den Stop halt nah dran haben und so gut oder schnell wie möglich auch rauskommen, weil vielleicht gerade eine News kam oder vielleicht sowas wie heute hier, wenn der Markt dann plötzlich hier mal so 20 Punkte in einer Minute fällt, ja, dann kann ich da, würde ich dann den TI einfach hier aktivieren. Das heißt also unterhalb so einer Linie hier würde ich dann den TI einfach aktivieren und dann gucken, wie weit ich halt mitkomme. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich will ja eigentlich gar nicht raus, ja, dann kann ich den halt ausmachen und dann springt der Stop-Loss dorthin, wo ich ihn ganz normal im Panel auch habe. Ne? Also hier SL 10 Punkte, TP 20 Punkte, wie auch immer. Ja, genau. Und da kann ich dann am Ende alles dort managen. Ja, genau. Ja, wenn man die Position umdrehen möchte, den Button sollte man wirklich nur gezielt einsetzen. Man sollte sich nicht verleiten lassen, dauernd eine Position zu drehen, aber kennt doch auch den einen oder anderen, der bei mir immer mal im Coaching ja, rantritt und gibt viele Leute, die ständig die Position wechseln, denken, okay, wenn der Markt jetzt ein bisschen hoch geht, jetzt wieder steigt, dann wird die Position halt schnell gedreht, dann auf Long gedreht und wenn jetzt der Markt wieder 3 Punkte fällt, dann ach Scheiße, der fällt doch runter, der Widerstand hält, nur mal als Beispiel jetzt gesagt, und dann wird die Position wieder gedreht und dann mehr oder weniger immer im Verlust gedreht, ne? Genau. Heiko, darf ich ganz kurz was Ja. ergänzen, weil auch im Chat gerade danach gefragt wurde. Also mit dem Symbol DE30 Mini kann man auch kleinere Stücke dann entsprechend auch handeln, also auch 0,1, Genau. 0,2 und so weiter. Ja. Genau, also halt, die sind ja sogar, die liegen ja sogar auch da und zwar ein neuer Chart, wenn man hier CFD Minis hat. Warum ist er jetzt nicht da? Musst du in der Marktübersicht Ja, muss er. entsprechend ergänzen und dann steht das zur Verfügung. Genau, also Mini-CFD ist Aber sicher nicht. an dem US-30 Mini sieht man ja auch, dass da Genau. entsprechend auch die Möglichkeit gibt. Ganz genau, ja. Das müsst ihr nur machen. Genau. Genau, ich habe jetzt hier den etwas größeren, also wo man nicht darunter gehen kann. Gut, also wir stellen das Ganze jetzt nochmal wieder um auf keine Prozentzahlen, sondern
Edit, also dass ich Position hoch runter machen kann plus Buttons. So. Und dann seht ihr jetzt hier, wir haben wieder die normalen Button drinne. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier reingehen und auch selber manuell sagen, ich habe jetzt hier 5 CFDs drinne. Ich möchte jetzt 2 verkaufen und dann drückt er hier die 2 und geht auf, ach, bin ich bescheuert. Geht auf 2 und drückt Flat, bin ich bescheuert. Geht auf 2 und drückt auf Verkaufen. Mensch, also so ein. Also ich war gerade mit 5 Long. Mensch, ja, ist halt so, wenn man nebenbei noch in den Chat reinguckt. Also auf 2, auf 2 gehen und dann 2 verkaufen, dann habt ihr auch nur noch 3 drin. So, ja. Also so könnt ihr das halt machen und könnt ihr das auch so managen, ja, mit dem Klicken. Aber für mich halt schneller ging es oder geht es, ja, so nutze ich es. Also ich nutze halt immer die Quick Buttons. Ich sitze ja meistens dann da, sehe dann halt, dass der Markt, wenn er dann halt mal läuft in eine Richtung, sehe ich das und dann kann ich das dann schnell managen. Ja. Gut, okay, also das eigentlich so die Hauptfunktionalitäten jetzt von dem Terminal, alles, was man auch hier drüber findet. Für mich der Vorteil vom Terminal, um es nochmal so zusammenzufassen, ist, dass ich hier einstellen kann in dem normalen Pool-Terminal, wie ich was handle, also ganz normal, wie ich es auch im normalen Handel habe, wenn jetzt eine Position läuft, ja, nach meinen persönlichen Einstellungen, das kann ja auch jeder machen, nach seinen persönlichen Einstellungen, das hier drinne haben, egal welchen Trail er nutzen möchte. Und wenn er dann sagt, okay, wir sind vielleicht hier an einer interessanten Stelle, wo es gerade schnell wird, da möchte ich dann halt rein und raus. Ich würde jetzt als nächstes, wenn es da noch zu, ich würde es jetzt. Was wollte ich jetzt noch gerade sagen? Wenn es dazu noch Fragen gibt zu der Funktionsweise, dann ruhig die Fragen her damit. Also TI, stellt euch den ein, wie ihr das gerne möchtet. Ja, ihr könnt natürlich auch für euch, wenn ihr sagt, okay, ich meine, von mir aus, ihr handelt zum Beispiel im 15 Minuten oder Stundenchart, ist es ja auch interessant, zum Beispiel zu sagen, in dem Panel stelle ich zum Beispiel den PryEx ein und jetzt läuft der Markt aber so gut und dass ihr dann halt aus dem Terminal heraus von mir aus hier einen anderen Trailing Stop wählt, zum Beispiel den PLH1 oder 5 oder nach dem SMA könnt ihr euch auch ja alles einstellen lassen, dass ihr euch da sagt, okay, oder vielleicht der Markt läuft so gut jetzt an dem EMA lang oder SMA lang, dann wäre das vielleicht cool, mit dem Abstand von 3 Punkten sich das einzustellen. Also das könnt ihr ja nach eurem Gutdünken machen oder ihr könnt auch sagen, okay, ich habe eigentlich, ich ziehe eigentlich meinen Stop-Loss immer nach einem Candle nach. Aber, sorry. Aber ich möchte jetzt so tun, als wenn ich so eine Art Limit-Pullback habe mit einem fest definierten Abstand. Und ihr könnt ja hier auch unter das Trade einen festen Punktabstand eingeben. Das sagt, jetzt ab jetzt immer mit einem Punktabstand von 5 Punkten soll das Ding halt das nachziehen. Ja. Genau. Und von daher, das würde ich dann da einstellen. Wie, für mich als kurzfristiger Trader ist es jetzt eher so, ich nutze halt diesen TA20, das ist also diesen ganz kurzfristigen Stop-Loss. Genau, okay. Gut, dann vom Handeln halt, vom Handelsansatz her oder von der Praxis, wofür ist was vielleicht geeignet? Klar, ich kann das jetzt hier nur sozusagen versuchen jetzt zu erklären, damit ihr so ein bisschen eine Denkweise habt, wie ich handle und um zu überlegen, vielleicht könnte mir das ja vielleicht einen Vorteil bringen oder vielleicht verändert das mein Handeln. Manchmal ist es ja auch so, wenn der Markt halt sehr schnell ist, dass man vielleicht das Gefühl hat, man kommt nicht rein oder man ist zu langsam oder was auch immer. Ja, und deswegen so ein bisschen jetzt paar Gedanken zu meiner Arbeitsweise, Denkweise, Handelsweise im kurzfristigen Trading. Hier kam gerade noch eine Frage ein, was der PryEx ist. Das ist ein Indikator, wenn man es einfach mal ausdrückt, der auf Außenstäbe, also den Stop-Loss nach außen immer am letzten Außenstab zum Beispiel danach zieht. Also so ein bisschen so eine Art Michael Vogt Stop-Loss.
kann man sagen. Die Erklärung ist aber auch ausführlich im Handbuch drin. Ja, und von daher, genau. So, dann, ja, eine interessante Order zum Beispiel für News, also wie ich jetzt bei News handle. Oh, wartet mal, ich mache mal hier beim Übertragung. Warte mal, nicht bereinigt. So, da ist nicht. Ich habe nämlich einen schwarzen Bildschirm. Zum Beispiel jetzt gerade. Halt. So. Und zwar, also mal wieder löschen. Also wenn der Markt jetzt hochgeht, ich wollte es gerade erklären, dann machen wir es halt andersrum. Also wir haben gerade US-Eröffnung und wenn die Märkte so schnell sind, empfiehlt es sich durchaus, mit einer Order zu arbeiten, mit der MTO-Order zu arbeiten, wenn der Markt vor allem halt sehr, sehr schnell hin und her geht. Jetzt brauche ich halt nochmal so. Machen wir es mal so. Ich habe jetzt hier eine Buy-Stop-Order platziert. Und wenn jetzt der Markt von diesem Level aus die Punkte, also wie der Punktabstand ist, den definiert er euch hier drüber über den Abstand, also MTO. Ja, 3 Punkte ist der Abstand und wird in dem Abstand von 3 Punkten, wenn der Markt jetzt nach unten geht, halt nachgezogen. Ist vor allem interessant bei News. Also, das wollte ich jetzt gerade hier mal dort zeigen. Wenn der Markt halt in eine Richtung, also wenn ihr Märkte habt, die halt vor allem in eine Richtung gehen und wieder zurückkommen, dann ist das ein ganz interessanter Ansatz. Also macht am meisten Sinn bei News. Im DAO ist der, könnt ihr vielleicht auch mal auf den DAO gehen. Im DAO ist es sicherlich dann auch nochmal interessanter, wo die Vola ein bisschen höher ist, ja, wenn der Markt so hin und her ballert halt. Das Bild hält jetzt kurz an, damit ich, wenn ich hier zeichne, dann bleibt das halt immer stehen. Also die MTO Trailing Stop Order, ich schreibe es mal hier oben hin, MTO. So, die MTO Trailing Stop Order ist recht interessant. Also wie gesagt, ich nutze sie sehr gerne bei News. Bedeutet, am Ende ist es fast wie eine Limit Pullback. Problem ist halt nur, was können wir jetzt machen? Der Markt läuft die ganze Zeit seitwärts und plötzlich passiert das hier. Der Markt macht einmal mit den News runter und wieder hoch. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, die ich hier nutzen kann. Jetzt spinnt hier gerade mein Zeichentool rum. Wartet mal, ich muss noch mal kurz hier mein Zeichentool starten. Das spinnt gerade rum. So, wartet. So. Da oben ist es. Okay, nochmal. So. Also, nochmal hingeschrieben. Warum geht denn das immer weg? Okay. Ja, Technik. Gut, also. Wir haben News oder jetzt, wie jetzt gerade, so eine Eröffnung, volatiles Hin und Her. Der Markt fällt stark, steigt stark. Die Sache ist ja jetzt die, wenn ich jetzt hier an der Stelle, ach, warum ist das? Ach, ich weiß gerade nicht. Ist doch doof. Wartet mal. So, jetzt muss ich irgendwie mal gucken. Wenn ich jetzt an der Stelle kann ich ja hergehen und kann zum Beispiel sagen, ich lege eine Limit Pullback Order rein. Hier unten. So. Eine Limit Pullback, also eine LPO. Ja, so. Jetzt lege ich dort eine LPO Order rein, stelle zum Beispiel Abstand, ich mache jetzt nur mal pauschal 3 Punkte. Dann würde, wenn die getriggert wird, wird ja da auch ein Trailing Stop draus, wenn man so möchte. Die Order springt 3 Punkte hoch und dann wird das ganze Ding hier nach unten mitgezogen. Und wenn der Markt 3 Punkte vom Tief halt hochkommt, dann bekomme ich hier mein Fill. Also F für Fill. So. Wenn ich jetzt aber vorher gar keine Order reingelegt habe und sehe, wie schnell der Markt gerade fällt, dann habe ich jetzt, komme ich vielleicht gar nicht rein und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt nun, wo ich jetzt meine Limit-Order reinsetzen soll oder vielleicht, wenn ich meine Limit-Order gesetzt habe, vielleicht ist ja der Cross dann schon durchgerutscht. Und von daher gibt es da die Möglichkeit, diese MTO-Order zu nutzen. Und ich mache das auch wie folgt. Das heißt, der Markt fällt, dann drücke ich Shift plus kaufen in dem Fall. Ich mache mal plus K für kaufen. Ja.
Und dann würde, genau, wenn ich dir auch diese MTO mit 3 einstelle, also Punktwert von 3, dann würde einfach irgendwo in der Sekunde, wo ich diesen Shift klicke, in der Sekunde wird sofort diese Trading, also die Market Trading Order bei Kaufen, ja, aktiviert. Der Kurs zieht genauso mit unten und ich komme hier an der gleichen Stelle auch rein, da unten. Ja, und dann schnippt der Markt nach oben und dann kann ich hier oben per TP verkaufen von mir aus, was auch immer. Ja. Und das macht das Ganze halt so interessant, diese MTO Trailing Stop Order. Ja. Genau. So, also das wäre dann diese Art, wie man die nutzen kann. So, jetzt wollen wir hier mal kurz hier gucken. So. Ich bin rausgeflogen. Wahrscheinlich war ich hier 5 Punkte im Plus und dann bei 5 Punkten im Plus, da geht dann der Break-Even-Schutz halt an. Ja. Gut. Wir gucken hier mal auf den DAO. Gehen wir mal hier auf den Minuten. Ach, der machen hier schon wieder ein neues Allzeithoch. Setzen wir hier den Minute. Ja. Also wenn der Markt jetzt hier so stark hochzieht und wieder runtergeht, dann kann man das Ganze nutzen. Okay, jetzt ist hier so Mini-Position also mal als Beispiel, wenn man jetzt erwartet, dass der Markt wieder hochzieht, ja, nur damit man es, oder jetzt muss ich selber hier mal gucken, was drin steht. MTO, 5 Punkte Abstand. Ja, ich lasse es jetzt mal bei 5 Punkten, nur damit man es sieht. Also Shift-Taste drücken, Kaufen-Taste drücke, Buy-Stop-Order aktiviert. Fällt der Markt nach unten, geht die Order halt immer mit nach unten. Ja, steigt der Markt, komme ich jetzt zu der Stelle rein. Wenn der Markt jetzt einfach nach unten geht, wird die dann im Abstand von den 5 Punkten halt mit runtergezogen. Hier sieht man es gerade, da ging es einen Tick nach unten. Ja. Und da kann man halt für sich dann halt überlegen, ob man da vielleicht bei sowas dann, bei so einem Hin- und Her-Markt, sich dann so einstoppen lässt, ja, wenn man das halt möchte. Und wenn man der Meinung ist, das ist halt nichts, dann geht man halt wieder raus. Ja. Genau. Und wenn jetzt der Markt jetzt als Beispiel, jetzt läuft er hier bis ans Hoch ran, nur als Beispiel, dann könnte ich dann sofort diesen Trail aktivieren und könnte dann hier sagen, okay, zieh mal das Ding halt ganz eng nach. Ja. Genau. Und so vor allem, also diesen TI nutze ich vor allem, also werde ich jetzt auch gleich nochmal erklären, wann ich den TI nutze. Lassen das jetzt hier mal drin. So. Ich mache jetzt das nochmal an und aus. So. Nur zur Erklärung, so, ich mache das hier nochmal an, das Tool. So. Also wann, vor allem, wann ist dieser TI, dieser kurze Trailing Stop halt zu empfehlen? Ja, also zu empfehlen ist er halt. Wenn der Markt volatil unter Umständen ist und vor allem bei Breakouts. Viele machen es ja vielleicht so, egal ob ich jetzt einen Breakout aus einer Range handle, ja, oder aus einem Trend, aus einem Hoch oder so, wie kann man es handeln? Man kann es natürlich handeln, also wir gehen davon aus, wir sind hier long im Markt, ja, wir sind hier long im Markt, dann kann es durchaus sein, dass man halt hergeht und dann würde man zum Beispiel jetzt überlegen, jetzt wir stellen hier oben eine Limit Pullback Order ein, also hier oben, ja, also eine LPO Limit Pullback als Verkauf, Abstand von mir aus, ich schreibe mal rein, LPO, so 2 Punkte, so der Markt kommt jetzt hier oben dran, triggert unsere Order, die Limit Pullback rutscht um 2 Punkte runter. Und fängt dann hier den Trail halt an, dann so nachzuziehen, so, solange wie der Kurs dann jetzt hier steigt, ne? So, so, ne? Und wenn der Kurs dann runterkommt, 2 Punkte, dann sind wir hier raus. So. Das ist eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist es halt, seinen TI hier anzuknipsen. Das heißt, man sieht, wie der Markt halt ausbricht. In der Sekunde, wo er ausbricht, drücken wir hier den Button TI. Ja, also TI. Drücken wir diesen Button und dann haben wir vielleicht hier eine Order, die etwas intelligenter ist mit dem Tick Average, so dass der Markt halt hier nicht in einem festen Punktabstand das nachzieht, sondern halt mit der Order, mit dem Trade, den wir halt selber eingestellt haben. Und da kann dieser Tick Average vielleicht dazu führen, dass der Markt hier kurz runtergeht
und dass wir vielleicht dann auch noch einen Step weiter mitkommen, ne? So, und wenn dann der Markt hier irgendwie 10, 20 Punkte rausgepusht ist, kommt man vielleicht halt mit. Ja, klar, hängt immer drauf an, auch wie volatil der Markt halt nach oben, nach unten geht. Aber das ist vielleicht auch eine Idee, um hier einfach da mit einem anderen Stop-Loss, ich mache den jetzt mal grün, ja, diesen TI, ja, wenn man den jetzt hier drin hat, ja, dass der über den Average halt so läuft, ja, dass der Average halt so hoch geht, ja, und dass wenn der Kurs dann hier erst, muss er etwas deutlicher fallen, dass man halt dann rauskommt. Kommt aber auch darauf an, wie man den TI halt einstellt. Ja. Das halt so eine nochmal eine Idee für diesen Trading Stop hier, wie man den halt nutzen kann. Und von daher, das wäre dann so die Idee, die man denn da hätte oder die ich halt nutze für mein Trade. Wenn ich der Meinung bin, der Trade zum Beispiel ist jetzt im 1-Minuten-Chart hier nach oben hin ausgebrochen. Ja, also wir sind jetzt hier nach oben hin ausgebrochen und ich habe den TI dann vielleicht ausgemacht oder ich habe einen Teilverkauf realisiert und sage mir, gut, den Rest lasse ich jetzt nachlaufen. Dann fängt ja irgendwann an, der ganz normale Trailing Stop hier aktiviert zu werden, der dann halt hier sozusagen das Ganze dann klassisch nachzieht, so wie man das halt eingestellt hat, wenn man zum Beispiel den ich halt nutze, diesen PLH, ja, PLH1, den nutze ich halt da ganz gerne. Ja, und dann halt im 1-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Chart trail ich das dann halt ganz normal mit. Ja. Das wären halt so Ideen, wie man das Ganze handeln kann. So, genau, schade, Take Profit nicht erreicht. Aber das wäre jetzt sowas, vielleicht um halt zu überlegen, dass man entweder geht mal am Hoch halt raus oder am. Achso, hier habe ich den BE-Schutz gar nicht an. Genau. So, der normale Trading Stop ist jetzt auch an. Da habe ich hier drin. Ach, hier ist Trade. So. Genau. So, jetzt können wir es ja mal machen, dass man oben den TP dann löscht zum Beispiel und dann lassen wir einfach mal, wenn es jetzt nochmal hochgehen sollte, durch die 29.200, vielleicht pusht es ja nochmal und können wir ja mal gucken, vielleicht kommen wir ja mit dem TI dann mit. Ja. Wäre ja dann durchaus eine Möglichkeit, ja, dass wir da mitkommen. Ja, also das alles eine Möglichkeit hier im Markt zu agieren, wie man das gerne möchte. Das heißt, der Stereo Trader überlässt euch da ja alle Freiheiten. Ja, also man kann ja hergehen. Habe ich jetzt Price angemacht? Nee, P1. Und dann könnt ihr das ja so gestalten, wie ihr das für euch ja wollt. Ja? Also das ist ja dann sozusagen eure Sache. Ja? Und an der Stelle allgemein zu meinem Trading oder zu meinem Handel, was ich vielleicht euch noch empfehlen kann, wartet mal kurz. Was ich euch noch empfehle, vielleicht für einen Handel allgemein, ups, wollte ich euch noch was sagen. Und zwar, ich weiß jetzt noch nicht, mit welcher Positionsgröße ihr handelt. Das ist ja auch völlig unterschiedlich. Ich brauche aber nur eine Positionsgröße für ein Beispiel. Also die meisten Trader traden mit einer Position. Eine Position. Als Beispiel, ich schmeiße jetzt einfach nur eine Zahl im Raum, was ist hier im DAO 5 CFD ist, keine Ahnung, was ihr handelt. Ja? Ist ja so. Oder machen wir es hier mal 6 CFDs. Ist jetzt für mich ja einfacher gleich, wegen der Rechnerei. So, was ich halt mache, was ich dann machen würde, wäre, bei auch vor allem so, bei solchen volatilen Märkten, unter Umständen gehe ich immer hin und splitte diese Position in zum Beispiel drei, also zwei, drei, vier Positionen, was auch immer, ja. Oder von mir aus hier in dem Falle sechs, so dass ich halt sage, ich handle zum Beispiel zweimal drei CFDs, zweimal drei, ja.
oder ich handle hier 3 mal 2 CFDs oder ich handle hier 6 mal 1 CFD. Ja? Damit habe ich die Möglichkeit, wenn mein Timing nicht so gut ist, einfach in diesem Markt besser mich durchaus zu positionieren. Viele Trader, die mein Trading das erste Mal sehen, sagen dann immer, der kauft immer nach wie so ein Wahnsinniger. Aber am Ende ist diese Gesamtposition bei mir auch festgelegt, also 6 CFDs als Beispiel. Ich splitte sie halt nur. Damit habe ich einfach sehr, sehr viele Optionen und ich spare mir noch zudem sogar das Klicken mit Steuerung und Flat, mit eventuell Positionsgrößen verändern. Es bringt halt einfach so viel mehr. Ja. Und um das nochmal zu demonstrieren, können wir ja einfach mal hergehen und mal so eine Position einfach eingehen. Also es ist ja halt jetzt nur rein demonstrativ, weil ich ja jetzt den Markt hier nicht beeinflussen kann. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt hier so eine Position. Das heißt, ich könnte jetzt hier hergehen und sagen, wir bleiben jetzt hier bei 6 mal 1. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich kaufe jetzt hier einmal, zweimal, lege hier noch ein paar Limits rein, Stop-Loss hier, weiß nicht wo auch immer dahin. Und könnt ihr jetzt hier sozusagen mir dann irgendwie eine Position zusammenkaufen. Ja? Egal jetzt, wie gesagt, für die Demonstration jetzt der Sinn oder Unsinn. Und habe jetzt hier 5 drinne. Wenn ich jetzt schnell raus will oder rein will, habe ich die Möglichkeit, auch die Positionierung innerhalb dessen, wie ich sie hier habe, auch schnell wieder mit Teilverkäufen oder Käufen halt abzubauen. Ja? Gut, jetzt geht es natürlich so. Das heißt, ich kann jetzt hierher gehen und kann jetzt hier wieder eine Position verkaufen, könnte dann da oben die 2. Und wie gesagt, der Stop-Loss, den man drinne hat, den hat man so oder so drinnen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Stop-Loss hätte, dann wäre das Gesamtrisiko sollte vorher natürlich bekannt sein. Gut, das ist jetzt kein gutes Beispiel hier. In dem Falle bin jetzt davon ausgegangen, dass der Markt hier oben bleibt. So, dann brauchen wir hier unten noch mal eins. Ja, jetzt warten wir mal ab. Also, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ihr eine Positionierung habt, egal jetzt, ob ihr mit 2 Positionen drinne seid, als Beispiel, mit 2 Positionen drinne seid und ihr wollt jetzt die Hälfte verkaufen, könnt ihr natürlich hier mit Steuerung und Flat die Position glattstellen. Ihr könnt die Positionierung dann, wenn ihr jetzt mehr habt, also nochmal als Beispiel, ihr habt jetzt hier 3 drinne, dann müsstet ihr jetzt, wenn ihr die Hälfte hier verkauft, müsstet ihr ja entweder auf 1,5 herstellen. Ihr habt die Möglichkeit, mit Steuerung und Flat die Hälfte zu verkaufen. Oder ihr bleibt halt hier dabei und verkauft dann halt in diesen Schritten, die ihr vorne eingestellt habt, also was ich ein CFD und verkauft das jetzt dann halt wieder ab halt. Ja. Und damit spart ihr euch das Klicken auch in der Positionsgrößeneinstellung. Das Problem, was ich bei dem Positionsgrößeneinstellung habe, vor allem wenn es schnell geht im Markt, ist, dass ich zum Beispiel, wie viele jetzt zum Beispiel handeln, ich mache es jetzt mal kurz aus. Wir hatten ja gerade das Beispiel, andere traden mit 6 CFDs. So, mit 6 CFDs, klicken jetzt zum Beispiel rein, haben 6 CFDs drin, wollen jetzt 3 verkaufen und stellen jetzt hier das ein, 3. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Quick-Buttons hier nicht eingestellt. Stellen dann hier 3 ein. So. So, verkaufen 3 CFDs, wie gesagt, ist jetzt nur ja zur Demonstration. Dann sind noch 3 drinne, dann sagen sie sich, okay, ich bin jetzt so und so viel im Gewinn oder im Verlust. Dann möchte ich nochmal 1,5 verkaufen. So, stellen 1,5 ein. So, und sagen sich, ah ja, gut, das reicht jetzt. Verkaufen hier nochmal 1,5 und gehen dann im letzten Schritt flat. So, ja, so, okay, alles raus, flat. So, und jetzt ist es so, wenn man jetzt nicht wieder auf 6 stellt, ja, wenn 6 die normale Positionsgröße bedeutet, ja, sondern man lässt dann die 1,5 drin,
Bei mir war es dann oft so, ich bin dann in die Pause gegangen, zum Mittagessen gegangen, komme wieder, sehe eine Situation, denke mir, ah ja, okay, ganz cool, will kaufen und stelle dann fest, dann irgendwie so nach 2, 3 Minuten der Trade läuft und stelle dann fest, ach fuck, anstatt mit 6 nur mit 1,5 gekauft. So. Deswegen, bei mir ist es so im Handel, dass ich halt hier ein und dieselbe Positionsgröße immer drinnen lasse und dann halt einmal kaufe, zweimal, dreimal, habe ich auch 6 drinne. Jetzt war ich einmal zu. So, habe ich auch drin, drei, also 6 CFDs drinne, wenn ich das will, kann aber über diese Einstellung einfach aus Argen, wenn ich 2 habe, verkauf mir hier 2, verkauf mir da 2, verkauf mir da 2. Oder ich klicke halt dreimal auf Verkaufen drauf. Geht ja auch. Ja, also man kann ja hier einfach das für mich, wie gesagt, wenn man dann einmal für sich dann das festgestellt hat, dass man da vielleicht noch weniger in dem Terminal rumklicken muss, kann das ja eine ganz gute Alternative sein. Ja. Und wenn ich es halt komplett schließen will, dann gehe ich halt auf Flat. Aber ich weiß halt, dass ich halt immer mindestens zweimal, also bei mir ist es so, ich weiß, dass ich bei jedem Trade zweimal klicke, ja, oder dreimal klicke, oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier, die Situation gefällt mir nicht, dann klicke ich zum Beispiel nur einmal rein. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, das sieht aus, das baut sich auf, keine Ahnung, ich will nicht mit voller Size drin sein, also das müsst ihr euch vorher festlegen, das weiß ich, dreimal klicken ist volle Positionsgröße oder fünfmal klicken ist volle Positionsgröße. Das müsst ihr natürlich für euch dann alles im Trade Management halt einstellen. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ah, hier wegen einer Sekunde zu spät drinne gewesen, ja, jetzt eiert der Dow hier wieder 10 Punkte runter, ja, und dann ist es vielleicht besser, hier die Positionierung dann sich hier so zusammenzukaufen auf dieser 10-Punkte-Range, nur als Beispiel. Wichtig ist halt am Ende, wenn der Trade in Summe läuft, ja, zu überlegen, dass man halt nicht enough Geld. Aha, siehst du, da glüht die Margin hier. Wenn ihr merkt, dass ihr, also wichtig bei dieser Art des Handelns ist, dass ihr dann halt für euch überlegt, ich klicke halt immer zweimal rein. Wie gesagt, die Gesamtpositionsgröße solltet ihr nicht überschreiten. Das sollte jetzt nicht sein, dass wenn ihr, gut, jetzt hier in dem Konto kann ich es gar nicht, dass wenn ihr sagt, okay, 6 ist meine Maximum, dass ihr jetzt hier nachkauft wie die Wahnsinnigen auf 10, 12, 15, ja, und da euch dann überhebelt, ja, sondern dass ihr für euch dann das halt so festlegt, was euer Maximum ist. Und damit erhöht ihr euch deutlich die Bandbreite im Trading, was also wie ihr dann auch handeln könnt. Zum Beispiel bei mir heute habe ich, also ich handle bis zu 5 Positionen und ich habe heute zum Beispiel nur mit, so jetzt kann ich hier eine Position einfach glattstellen zum Beispiel. Gut, die läuft jetzt hier auch mit dem Stop-Loss, mit dem Trailing-Stop halt mit. Und was wollte ich sagen? Da habe ich heute nur mit 2 Positionen gehandelt und eine ist im Gewinn raus, die andere dann später bei plus minus null ganz grob war ja raus. Und da war ich gar nicht bereit, auf 5 Positionen heute zu gehen, ja? Weil es mir nicht gepasst hat. Ja? Und von daher könnt ihr hier einfach das fein justieren, sagt man es einfach mal so, wie ihr euer Trading gestaltet, ohne. Also ich sage jetzt mal klicksparend, also ohne dass ihr hier ständig da hoch und runter macht, ja, oder dass ihr ja irgendwelche Einstellungen halt vornehmt, sondern ihr bleibt halt bei ein und derselben Positionsgröße. Also das vielleicht so als Idee. Ja, wenn euch das jetzt hier sehr, sehr schnell geht und sehr dynamisch geht, ja, dann kann man hier den TI, oh, jetzt der TI ein bisschen knapp hier wahrscheinlich, mit nur 1, ja, TA 20. Ja, wie gesagt, so, dreifacher Spread, so. Gut, jetzt sind wir hier nicht mehr dabei. 1, 2, so. Ja, und wenn ihr schnell klickt, also zweimal klickt, dann kriegt ihr die eigentlich auch immer fast zum gleichen Kurs. Ja. Aber das so als Idee, vielleicht für einen Handel, um den noch einfacher zu gestalten, wenn es vor allem schnell geht. Ja, also so wie jetzt im Dow,
Da jetzt, wenn er da jetzt anfängt, hier rumzustellen und hier hoch und runter und dann noch einzutippen, oh, ich will einen verkaufen, ja, oder ihr habt das jetzt im Quick-Button nicht ordentlich eingestellt, das, was ihr braucht, dann wird es halt dramatisch, ja, dann verliert ihr einfach zu viel wertvolle Zeit. Wie gesagt, klar, ihr könnt das hier auch lösen über den Flat-Button, ja, also, und dann ist ja auch gut. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal hier den TI, da ist er. Ja, und dann könnt ihr euch das, ja, das sind natürlich immer auch an die Wohle anzupassen, aber bei mir ist dann halt wirklich so, zum Beispiel, wenn ich hier genau an einem Ausbruch dran bin und ich sage mir, okay, der muss jetzt in der nächsten Sekunde den Ausbruch machen, ja, dann gucke ich nur, dass ich den TI halt an- und auskriege und gucke, und wenn der Ausbruch halt nicht kommt, dann lasse ich dann mich halt auch ausstoppen, ja. Also so handle ich das, damit man das vielleicht nochmal ein bisschen versteht, warum ich was wie mache, ja. Genau. Okay. Also Position splitten, durchaus eine Möglichkeit, um auch am Ende die Schlagzahl im Handeln zu erhöhen. Wir können das ja auch so machen, wenn man jetzt überlegt, man sagt sich, nur mal als Beispiel, man sagt sich, okay, ich darf hier 6 CFDs kaufen. Warte, ich muss mal hier schnell gucken. So, 35 Punkte, ne? So als Beispiel. Ich handle in meinem Portfolio von mir aus 6, 0,6. Wie gesagt, das ist ja euer, also ihr wisst ja, was ihr für eine Positionsgröße habt. So, ihr wisst, dass hier unten euer Stop-Loss ungefähr liegt und der Stop-Loss soll euch nicht mehr als 100 € kosten, nur als Beispiel. So. Auf der einen Seite seid ihr jetzt in der Situation, klar, man kann jetzt überlegen, okay, ich möchte eigentlich erst hier unten meine 6 CFDs halt rein. Aber was ist, wenn der Markt jetzt hier noch so ein bisschen runterläuft und dann direkt hochläuft? Dann läuft er mir ja weg. So, und dann habe ich gar keinen Trade. Eventuell verpasse ich meinen Gewinn. Und dann kann man ja auch hergehen und sagen, gut, mal als Beispiel, man würde jetzt hier an der Stelle eine Position eröffnen. Wenn ich jetzt mal meinen Stop-Loss hier runterziehe, dann sieht man, okay, ich riskiere hier bei dem Trade jetzt 31 Euro. Ja, bin ich noch weit weg von 100 und trotzdem safe. Dann könnte ich halt hergehen und sagen, Position 2 und 3 halt hier rein. Und wenn er jetzt läuft, dann gut, verdiene ich jetzt, ist vielleicht ungünstig, aber die Chance, dass der halt hochläuft, ist ja da. Also nehme ich halt nur den kleinen Trade. Ja. Ich riskiere ja trotzdem nicht mehr als 100 € und kann das ja für mich jetzt so managen. Falls der Markt doch runterkommt, ja, also wenn jetzt der Dow jetzt hier den Umweg machen würde, zum Beispiel, der würde jetzt hier diesen Umweg machen. Dann kann ich ja hergehen und sagen, okay, am Ende kostet mich der ganze Spaß halt doch 100 € oder etwas weniger, je nachdem, wie ich das jetzt eingestellt habe. Aber ich kann hier trotzdem meine Position halt nochmal hochnehmen. Ja? Nur, wie gesagt, als Beispiel. Ja? Und so kann ich ja auch im Trading halt auch hiermit, klar, manchmal kann es halt auch sein, dass es dann gar keinen Sinn macht, den Trade noch einzugehen, weil der Stop einfach zu weit weg ist. Aber vielleicht von der Situation, dass die halt gut läuft und dass man deswegen halt hier oben den Trade halt macht. Und ich sage jetzt mal klar, man hat dann vielleicht nur 10 € verdient und ja, aber besser halt als nichts, ne? Nur als Beispiel. Ja? Also wenn man jetzt, manchmal gibt es ja so Situationen, wo der Markt halt sehr gut läuft. Eigentlich ist es zu spät. Ja, und deswegen Positionsgröße runter und man hat halt hier einfach viele Optionen. Wenn es halt durchläuft, ist man mit einer kleinen Position dabei, hat auch recht gehabt und alles gut. Wenn es doch so läuft, dass die Range nochmal angelaufen wird auf der Unterseite, kann man sich ja hier nochmal mit 2 Positionen seinen Schnitt verbessern und kann halt ja so handeln, wie man es eher handeln wollte. Ja, also das ist halt auch eine Möglichkeit. Wichtig dabei ist halt, dass man dieses Nachkaufen nicht nur auch im Verlust macht, sondern auch im Gewinn. Also das heißt zum Beispiel, das macht ja sowohl der Dirk als auch der Thorsten ja perfekt, dass man auch hergeht und seine Position dann auch im Plus aufbaut. Das heißt, wenn man jetzt hier eine Position drin hat, der Markt spiket jetzt oben raus, läuft weiter, dass man hier eine zweite Position so weit aufbaut, dass dann der Stop-Loss zum Beispiel hier unten ist. Ja, und da kommt man ja auch dazu, dass wenn das weit genug läuft, dass man seine Position über 100% ausbauen kann. Also hier kann es durchaus sein, dass man seine Positionsgröße vielleicht auf 150% bekommt. Ja,
also vielleicht auf 9 CFDs und am Ende trotzdem nie mehr als die 100 € riskiert. Und wenn es dann halt läuft mit einer Position, die größer ist als meine Maximumposition, dann kann ich halt auch richtig was abcashen. Ja? Also das ist dann der Vorteil auf der anderen Seite, den ich dann da habe, wenn ich halt die Position auch im Gewinn dann pyramidisiere, ohne dass ich dabei je mehr verliere, als mein Anfangs- oder mein initiales Risiko halt darstellt. Ja? Das ist halt auch immer ganz interessant. Ja? Gut, ja, oh, 16 Uhr, jetzt habe ich so viel erzählt. Habt ihr denn Fragen zur Handels- und Denkweise, Vor- und Nachteile, was euch interessiert, nicht interessiert, dann gerne her damit. Ansonsten wäre ich dann eigentlich soweit durch für heute und hoffe, dass vielleicht meine Denkweise so ein bisschen einfach so mal anregt, um vielleicht auch zu überlegen, Mensch, gar nicht so doof der Gedanke, probiere ich aus. Bitte probiert es im Demo-Modus aus, ob ihr damit klarkommt. Am Ende geht es für mich darum, im Handel, im schnellen Handel vor allem, so wenig wie möglich Klicks zu machen und am Ende dem Stereo-Trader das Stop-Management zu überlassen und dem und vor allem halt hier nur mit den Mehrpositionen halt zu wissen, ich bin halt immer bei ein und derselben Positionsgröße, ja, und weiß, dass meine volle Positionsgröße 6 Klicks sind, 3 Klicks. Ich habe mir das am Ende abgeschaut von anderen großen Tradern, die halt solche Positionsgrößen fahren, die gar nicht mit einer Position rein können in den Markt. Und wer dieses Positionsmanagement auch versteht, was sich sehr einfach über das Terminal ja auch realisieren lässt, ja, der kann da einfach seine Trade-Bandbreite mit dem Stereo-Trader und dem richtigen Trade-Management da durchaus erweitern, wenn der Markt, ist ja nicht immer so, dass der Markt so läuft, wie man das gerne sich wünscht, sondern dass der Markt vielleicht nochmal 2 Umwege läuft, bevor er das halt erst macht, ja. Da ist das Ganze richtig gut. Gerade noch eine Frage, wie ich einsteige, nach welchen Kriterien? Warte mal, ich habe jetzt die ganze Frage nicht. Wie steigst du ein? Nach welchen Kriterien schaust du? Verwendest du Indikatoren? Oh, das wäre ein eigenes Webinar. Also, ich selber handle vor allem halt horizontale Unterstützungswiderstandszonen und versuche dahinter zu schauen, wie die Marktteilnehmer gerade positioniert sind. Ja, und handle eigentlich hauptsächlich Unterstützungswiderstandszonen. Also diese Preisbereiche jetzt hier unten, der hier, das und hier oben, gerade entweder das hier oben, das Allzeithoch, ja, oder mal gucken, hier sind wir gerade in so einem Wechselbad der Gefühle, also an so einer Schnittstelle für mich. Also hier, ja, das war mal Unterstützung, dann ist der Markt durchgesaust, jetzt eventuell Widerstand. Ja, und da muss man halt überlegen, dann, wie man dann da agiert. Ja, prinzipiell kann man sagen, hinzu kommt dann noch, wenn ich handle, aber das ist ja auch jetzt in der Entwicklung noch, dass der Stereo-Trader sich auch weiterentwickelt. Ich selber nutze dann halt auch noch den Order-Flow mit dazu. Das heißt, ich habe dann hier noch solche Tools nebenher laufen, die dann, wo ich dann halt immer mal reingucke. Jetzt mal gucken, ob ich es hier anhabe. Also. Nach sowas trade ich dann halt auch. So, wenn wir schon mal so nach sowas hier. Im Future-Handel, das ist ja auch das Schöne, was man mit FX Flat ja machen kann. Ihr könnt euch ja den Future-Datenfeed holen. Könnt euch hier dann, ich habe jetzt hier keinen Future-Datenfeed, aber ihr könnt euch ja dann die Daten holen und könnt das ja, das wäre dann auch nochmal ein Video wert und könnt euch ja das Level 2, also das, was ihr hier blau und rot seht, die Zahlen euch anzeigen lassen. Ja, und ja, wenn man dann halt sieht, dass gewisse Preisbereiche halt immer wieder angehandelt werden, nicht überlaufen werden können, dann nutze ich das als Informationsquelle mit dazu für mein Trading. Ja, das ist einer der Möglichkeiten. Ja, ansonsten in Summe habe ich, keine Ahnung, 10, 15 Setups, die ich nutze, um halt in den Markt halt rein oder rauszukommen.
Dann noch eine Frage, wird es mal ein Video über den Skype-Agent 2.0 geben? Ja, müsste man sich auch nochmal damit befassen. Aber guter Hinweis, durchaus kann man das ja mal mit sich mal aufnehmen, das Ganze. Ja. Genau. Also wie gesagt, heute, das war ja nur, wie ich das Terminal nutze und die Denkweise darüber. Das war ja der hauptsächliche Punkt heute, jetzt nicht das Trading an sich. Ja. Aber ja, das kann man halt dann viel Möglichkeiten. Ach so, eine Sache, die ich noch vergessen habe, die ich auch nutze, das ist jetzt ganz untergegangen, ich will jetzt gar nicht so lange überziehen, aber was ich mache, um auch Positionierungen einzeln raus zu skalieren, wenn ich viele drinne habe, ist durchaus, oder zumindest auch wenn ich jetzt während des Handels meine Limit-Pullback-Order abändern möchte, also das heißt, meine LPO hier abändern möchte, habe ich es eigentlich meistens jetzt so, dass ich das hier rausziehe mir. So. Und zum Beispiel, kann man jetzt hier seine Orders dann auch bearbeiten. Also das mache ich relativ oft. Das heißt, ich habe das so rausgezogen, vielleicht kennt ihr die Funktion ja gar nicht. Habe das hier so rausgezogen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, beim nächsten Trade möchte ich die Limit Pullback mal anders einstellen. Ich sage jetzt mal, oh ja, krass, jetzt brauche ich hier 10 Punkte, ja, als Limit Pullback und einen anderen Trailing Stop. Keine Ahnung. Ja, dann stelle ich mir das hier ein. Und wenn ihr jetzt die neue, ich mache jetzt mal einfach hier eine Limit Order rein. So. Und wenn ihr diese Buy Limit jetzt da drin habt, dann hat die jetzt, seht das hier, einen Limit Pullback von 10 Punkte. Ja, diese neue Order. Oder wenn ich jetzt sage, Mensch, ich weiß ja, der Stereo Trader im Future Modus, wartet mal, so machen wir das hier weg. Der Stereo Trader im Future Modus macht ja Folgendes. Ich habe jetzt hier den Future Modus an und zwar LIFO, ne, Last In, First Out. So. Ich will jetzt aber meine erste Position rauskegeln, damit es für mich optisch besser ist. Wenn ich jetzt da auf Verkaufen drücke, würde er mir die untere Position jetzt herausstellen. So, das heißt, die untere wäre raus, was auch okay ist. Ja, was auch okay ist. Aber ich will die obere raus haben. Und deswegen, um das für mich optisch besser zu gestalten, dass meine Entry dann am Ende hier unten ist, gehe ich dann hier auf dieses Viereck. Bei Order bearbeiten ist jetzt die Order hier drin. Seht ihr das? Also das ist die untere Order. Ja, das hier ist die untere Order. Und hier die. Oder? Hört. Ja, kriegt das ja jetzt nicht. So, das ist die untere Order. Genau. Und das hier ist die obere Order. So, jetzt haben wir es. So, die obere Order hier, die möchte ich jetzt so beenden. Und dann gehe ich hier auf Schließen und jetzt beendet der mir die obere Order, die ich als erstes drin hatte, die aber jetzt die als letztes geschlossen wird, so wie es jetzt eingestellt ist. Also gehe ich hier auf Schließen und jetzt passiert das Schöne. So, auf Schließen und jetzt rutscht mein Entry hier runter. Das heißt, mein Trade Management, ich weiß ja, ich habe ja mit der oberen Order auch Gewinn gemacht, aber die unteren Käufe, die gefallen mir besser und ich habe ein anderes Management auf einmal. Also für mich vom Kopf her ist es so schöner, das zu gestalten. Deswegen habe ich diese beiden Fenster immer hier draußen bei vielen Sachen. Also nicht immer. Oftmals siehst du nicht, also ich mache es nicht als Screenshot. Manchmal liegen sie dann auch, wenn das Chartfenster hier kleiner ist. Ja, wenn bei mir hier die Chartfenster kleiner sind, so, dann liegen die, genau, jetzt habe ich es hier vorher gemacht, so, dann liegen die halt hier hinten, so, da liegen die dann, so. Ja. Und da kann ich dann einfach das Ganze dann ganz gut, ja, wenn ich das hier anpasse, seht ihr, dann läuft das immer so mit. Ja, wenn ich dann einen Screenshot mache, dann ist das eigentlich ganz gut. Also das vielleicht noch, das wollte ich ein bisschen früher noch sagen. Aber das ist für mich noch eins, was ich gerne nutze, um einfach halt, ihr habt es jetzt gerade gesehen, das für mich ein bisschen besser zu gestalten, das Ganze. Ja. Gut, ja, das nochmal so als Idee. Da muss man das Panel nämlich, also dann muss ich dieses Panel hier eigentlich so gut wie gar nicht mehr ausklappen. Also das ist bei mir ganz, ganz selten noch offen. Ich habe es ab und zu halt offen, aber es ist eher selten. Ja? Weil die anderen Informationen, wie der Tag gelaufen ist, das habt ihr ja hier, das Ganze. Ja, und ja, von daher ist das eigentlich ganz cool. So, ja, so kann man das handeln.
Und wie gesagt, da hoffe ich, dass ich euch heute mal einen ganz guten Einblick da reingegeben habt, wie ihr das Ganze halt auch handeln könnt. Ja, also was für Möglichkeiten euch der Stereo-Trader bietet und hoffe, dass da vielleicht die ein oder Anregung dabei war. Ja. Gut, ja. Ansonsten, die nächsten Webinare sind ja auch schon. Die Termine hat der Nelson, kann dazu ja nochmal was sagen. Dann bedanke ich mich erstmal bei FX Flat, dass ich hier so ein bisschen das Handel mal und die Herangehensweise des Skype-Terminals nutzen oder vorstellen konnte, wie ich es halt nutze an der Denkweise. Und wenn es ums Trading geht und auch vielleicht, wie man traden kann, ich denke mal, da können wir immer noch mal ein Webinar dazu machen. Genau. Ja, vielen Dank für mich, eine neue Art zu handeln. Ja, freut mich, Peter, dass es dir gefallen hat. Und auch vielen Dank für das Feedback von der Susanne. Vielen Dank, hat mir viel gebracht. Ja, das freut mich doch, wenn wir euch da weiterhelfen können. Und das ist ja das Schöne auch, dass der im Stereo Trader, der Dirk, ja sehr, sehr viele professionelle Trader hier vereint hat, die da alle ihren eigenen Handelsstil haben. Und manchmal ist es einfach ganz gut. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere so einen kleinen Aha-Moment hat und sagt, der gar nicht so blöd, was der, also gar nicht so blöd, ja, von der Denke vielleicht mal was zu verändern. Ja, oder vielleicht braucht man auch manchmal, ist ja auch so, man braucht vielleicht einen Impuls mal von außen, ja, und sieht sich einem Problem halt ausgesetzt, was vielleicht einfach total einfach lösbar ist. Ja. Genau. Prima. Jupp. Vielen, vielen, Ich vielen muss Dank, aufhören, Heiko. Bitte? Nein, wir müssen nicht aufhören. Deswegen habe ich auch nichts, lange nichts gesagt. Du kannst sehr gerne weitermachen. nee, passt alles. Bei mir ruft jetzt gleich der Sport. Ja, vom ganzen Sitzen muss man ein bisschen Sport machen. Da muss ich jetzt gleich hin. Ja, das Webinar, ich sehe hier, ist aufgezeichnet. Also das wird der Nelson dann auf dem Kanal von FX Flat dann sicherlich publizieren. Und wenn ihr irgendwo in der Nähe seid von der Stereo Trader Gruppe, auf meiner Facebook-Seite, bei FX Flat auf der Facebook-Seite, da werdet ihr auf alle Fälle dann den Mitschnitt der nächsten Tage dann auch finden. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Heiko. War Ja. echt wirklich interessant. Auch anhand des Feedbacks hast du ja auch schon gelesen. Und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Der nächste Termin ist auch schon bald, 6.2. Alle, die heute dabei waren und sich registriert haben, sind eh auch schon für den nächsten Termin auch registriert. Und da geht es ja unter anderem auch um den Future-Handel. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich noch eine erfolgreiche Woche, heute und morgen noch. Und falls Sie noch handeln, passen Sie auf Ihre Position auf und würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Mit dem Stereo Trader geht es dann auch nächste Woche weiter. Montag ist ja dann Helpdesk-Webinar mit Dirk und dann können Sie gerne Ihre Fragen stellen zum Stereo Trader live und Dirk wird sicherlich die eine oder andere Frage dann auch direkt beantworten. Und Dienstag geht es auch weiter mit Stereo Trader und Dirk und Live-Trading dann morgens hier bei uns. Also, vielen Dank, noch einen schönen Tag und dir auch selbstverständlich, Heiko. Wir bleiben aber sicherlich ja auch im Kontakt. Bis zum nächsten Webinar und ich bedanke mich, verabschiede mich. Bis bald. Tschüss zusammen. Bye bye. Ciao, ciao.